Wir kommen zur Keynote Nummer 3. Keynote Nummer 3 hat für mich einen kleinen persönlichen Bezug auch. Wir selbst beschäftigen uns ja bei Cybit Media, ich weiß es so, seit 2008, 2009 mit der agilen Transition und haben schon recht lange die Agile User Group auch hier in der Region gefördert. Und insofern, da ich einen Bruder habe, der auch im Inc-Konzern arbeitet, war es für mich sehr, sehr spannend, einfach zu sehen, was da gerade in einer viel größeren Skalierung auch passiert. Und ich bin jetzt mal gespannt, dass hier von den beiden Kollegen von Christian und Sven mal sozusagen den anderen Blick darauf, als man das vielleicht so vom Bruder auch hört, einfach mal zu erfahren. Und bin gespannt, wie ihr es schafft, die Kernbotschaften des agilen Manifests letztendlich auch in so einem Unternehmen wie dem Inc-Konzern, muss man auch sagen. Ja? Es geht ja bei euch um die Landesgesellschaft jetzt in Deutschland, aber es ist ja auch eine konzernweite Transition auf einer globalen Ebene. Und ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter habt ihr weltweit? 50.000. 50.000, also das ist schon mal eine Hausnummer, wenn man so 50.000 Mitarbeiter in so eine Transition mit rein bewegen möchte. Insofern bin ich sehr gespannt, freue mich auf die letzte Keynote. Nachher, wie gesagt, noch eine kurze Fragemöglichkeit und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, in der Folgesession mit den beiden noch in einer längeren Q&A dabei zu sein. Genau. Also, danke euch, dass ihr da seid. Cool, danke Paul. Du kannst das ja dann perfekt überprüfen, ne? Kannst du mit deinem Bruder heute Abend telefonieren und der sagt dir dann, ob wir hier Blödsinn erzählt haben oder nicht. dritte Keynote. Wir dachten, wir wecken euch ein bisschen auf. Ja? Es wird schnell gehen, aber es wird auch schnell gehen in dem Video. Von daher wollen wir ganz kurz mal probieren, ob das jetzt hier alles so technisch funktioniert. So. Alle wach? Also der Start ist schon mal gelungen, das ist doch ganz hervorragend. ich bin der hier, Sven. Ich bin seit Mitte dieses Jahres Agile Coach bei der ING. Das ist eine neue Rolle, zumindest in Deutschland. Da gab es das noch nicht. Wir erfinden das gerade so ein bisschen neu, wobei wir uns natürlich sehr stark an dem Mutterkonzern halten, der da schon ein bisschen länger Erfahrung gesammelt hat. ING, erste agile Bank der Welt und jetzt wollen wir die erste agile Bank in Deutschland werden. Ich habe heute schon ganz viel Schlechtes über den Ruf meines vorherigen Berufs, also meiner vorherigen Abteilung gehört. Ich komme nämlich aus 20 Jahren Human Resources. Und für alle, ja, die da kritisch sind, man kann das umdrehen. Wenn man dann sagt, nämlich Resources for Human, dann kriegt das auf einmal einen totalen Sinn, ja, was die eigentliche Arbeit ist. Aber das ist heute nicht Thema. Ja. Ich wollte es trotzdem noch mal verteidigen. Ich bin der davon als erstes steht, der Christian. Und ja, ich bin auch seit einem halben Jahr Agile Coach bei der ING. Bin seit 14 Jahren mittlerweile bei der ING DiBa tätig, siebenmal gewechselt, also habe schon ein bisschen Change hinter mir innerhalb der Bank, habe klassischen Bankkaufmann gelernt und Sven, sag uns doch mal, wie du eigentlich das erste Mal mit Agilität in Berührung gekommen bist. Ja, du? Ja.
Also eigentlich bin ich das erste Mal mit Agilität in Berührung gekommen, als das bei uns ausgerufen wurde. Wir kommen da nachher nochmal gleich zu. Das war irgendwann so Ende 2017, Anfang 2018 hieß es auf einmal, wir werden agil. Das ist so das erste Mal, dass ich damit persönlich wirklich in Berührung gekommen bin. Und ich komme aus einem Konzern, aus einer anderen Bank. Also sagen wir mal eine große deutsche Bank. aus der ich komme. Und das Erste, was ich so gewohnt war, ne, war, ich habe gedacht, was machen die da für einen Blödsinn? Wo ist die Change-Begleitung? Wo ist der Kommunikationsplan? Wo ist der Prozessplan? Ja, da muss doch irgendwo ein Modell stehen. Die müssen doch wissen, wann sie was machen, damit wir alle darauf reagieren können und wissen, wann wir was wann zu machen haben. Und das war nicht da. Und ich bin tatsächlich so 2 Monate durch dieses Unternehmen gelaufen und habe gedacht, das ist doch total amateurhaft, was die hier machen. Die erzählen mir irgendwas von Iterationen und ja, wenn wir dann merken, dass da irgendwas passiert oder fehlt, dann reagieren wir da schon entsprechend drauf. Und so bin ich da rangegangen und dann bin ich auf eine Veranstaltung gegangen und da waren so 2 Berater, die in Agilität beraten und irgendwann in deren Vortrag fiel dieser Satz, den ersten Fehler, den man machen kann bei einer agilen Transition, ist, dass man mit seinen alten Mustern an Prozessen und Denkweisen da rangeht. Und da habe ich mich erwischt gefühlt und habe mich mal mit diesem Transformationsteam, unserem Strategy-Team beschäftigt, habe mal ein bisschen mit denen gesprochen und gemacht und getan und auf einmal hat das alles für mich Sinn gegeben. Und ich habe gesehen, dass es funktioniert hat, noch aus der HR-Rolle heraus. Und das war so das, wie ich damit in Berührung gekommen bin. Du hast eine andere Geschichte. Du kennst nämlich genau diese super alte Welt. Ne? Du hast ganz viel Wasserfallmodell gemacht, ja, vor stimmt. dem jetzigen Job. Erzähl mal. Eigentlich ganz konkret bin ich 2016 das allererste Mal mit Agilität irgendwie in Berührung gekommen. Ich war damals Teamleiter in einem Service-Team, 15 Mitarbeiter, ganz klassisch, so wie wir das kennen. Unsere große Schwierigkeit war, wir hatten so knapp 80 Projekte, Initiativen in unserer Abteilung. An denen haben wir schon 2-3 Jahre gearbeitet. Wir haben zum Teil doppelt und dreifach dran gearbeitet. Der eine oder andere lacht schon, ne? Er kennt sich wieder. Und da kam jemand, da kommen wir gleich nochmal zurück drauf, da kam jemand aus Holland, meine neue Chefin, und die hat gesagt, hey Leute, das, was ihr da tut, ist irgendwie total unsexy, das kann nicht funktionieren. Aber ich glaube, Scrum könnte euch helfen. Und ich dachte, okay, Scrum, was ist das denn bitte? Also habe ich mal googelt, was ist denn eigentlich Scrum? Mir ein bisschen schlau gemacht und habe festgestellt, oh je, was kommt denn da jetzt? Kurz davor hatten wir so ein bisschen Kulturwandel schon mal angetriggert und sowas. Und ich so, naja, gucken wir mal. Auf jeden Fall, was haben wir erreicht? Wir haben ein Team zusammengestellt aus motivierten Leuten. Wir haben alle Stakeholder, Kunden etc., alles, was wir brauchen, tatsächlich mal zusammengeholt. Wir sind dann zum Schluss 8 bis 9 Leute gewesen in diesem Scrum-Team, was wir tatsächlich gemacht haben. Wir haben alle eine Scrum-Schulung gehabt. Wir waren autonom, wir haben einen Arbeitsplatz gehabt, einen Open Space, an dem haben wir tatsächlich alle zusammengesessen. Und es war ein riesen Kampf, dass wir die Leute überhaupt bekommen haben und dass wir die Guidance dafür bekommen haben. Also sind wir den Kompromiss eingegangen und haben gesagt, okay, wir arbeiten Montag und Dienstag in dem Scrum-Zyklus für das Scrum-Team. Ja, irgendwann muss man ja mal anfangen, nicht? das geht's nicht. Und Tagesgeschäft haben wir dann einfach von Mittwoch bis Freitag gemacht. Hat irgendwie funktioniert, haben wir hingekriegt. Frage an euch an der Stelle. Wir haben nach einem Dreivierteljahr das Scrum-Team geschlossen und beendet. Meine Frage an euch ist, warum? Hat nicht funktioniert? Hand hoch. Also es hat nicht funktioniert. Wir haben es eingestellt, weil es einfach nicht funktioniert hat, hat nicht geklappt. Mal ein Handtuch. Okay. Die andere Variante ist, wir haben alle 80 Projekte tatsächlich beendet. Ja. Es ist tatsächlich so, wir waren tatsächlich nach diesem Dreivierteljahr fertig. Also das hat mich selber so ein bisschen schockiert, dass das tatsächlich geht mit so ein bisschen Fokussierung und Priorisierung. Wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Wir haben uns dann Gedanken gemacht, wie können wir das denn noch weiter nutzen an der Stelle und haben dann eben auch richtige Service-Teams. Ich habe in einem Callcenter gearbeitet für Baufinanzierung, Baufinanzierungsberater, die haben wir dann eben auch mal akquiriert und geguckt, funktioniert das auch und haben festgestellt, großartig, das klappt genauso.
Ich habe euch hier mal so einen kleinen Zeitstrahl mitgebracht, deswegen war das nochmal wichtig für mich. Die ING, die hat bereits 2011 damit angefangen. Da haben die das allererste Mal Scrum für ein IT-Development-Team gemacht. 2013 hat man das Ganze ein bisschen weiter geöffnet. 2015 ist für mich ganz wichtig, weil da habe ich eigentlich angefangen, agile Transformation zu machen. Warum? Da kam der Orange Code, Kulturwandel. Orange Code heißt nicht orangefarbene Socken für jeden Mitarbeiter, sondern das heißt einfach, wir haben einen Kulturwandel vollzogen. Doris, Till, wo seid ihr? Ihr habt das wunderbar beschrieben heute und genau das habe ich gerade irgendwie wieder nachempfunden, bottom-up. Genau das haben wir gemacht, ein bisschen anders, aber genau das ist es. Und ich habe es als Konsument wahrgenommen und habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, warum machen wir das eigentlich? Vor anderthalb Jahren ist mir das so ein bisschen klarer geworden, warum wir das eigentlich alles getan haben. Es ist so total wichtig und wertvoll. Danke für euren Vortrag. 2017 ist eigentlich gar nicht so wichtig, aber 2018, ja, das ist... Vergessen wir das, ja. Ja, also wir haben Ende 2017 angefangen, uns mal so richtig Gedanken zu machen, Mensch, wie könnte denn das jetzt losgehen mit Agilität bei uns in der ING? Aber für mich persönlich, das ist es halt einfach, im August ging das los, wir sind Agile-Coaches geworden, so richtig. Wir haben im Juli die Ausbildung genossen, schon im Juni. Und für mich ist 2018 einfach das Jahr schlechthin, weil seitdem sind wir Agile-Coach und haben die agile Transformation bekommen. Jetzt habe ich euch ein bisschen was schon zum Wie erzählt, aber Sven, kannst du uns eigentlich nochmal erklären, warum machen wir das denn eigentlich alles? Ja genau, also und damit sind wir eigentlich auch schon beim Kernthema. Ne? Ich meine, ich muss euch nicht erklären, dass es hauptsächlich um Mindset geht und die Frage, warum man das Ganze macht, dass das viel wichtiger ist. Und das erklären wir, wir werden auch nicht müde, das zu erklären. Es ist jetzt keine Werbeveranstaltung, aber wir haben letztes Jahr das 14. Rekordjahr hintereinander gemacht. Das heißt, der DIBA, ne, jetzt ING, aber bis dahin DIBA, ging es immer gut. Es ging auch immer in eine Richtung und dann fragen halt viele Mitarbeiter auch, und da sind wir wahrscheinlich bei der ersten Herausforderung, warum müssen wir das eigentlich machen? Ja? Wir sind total erfolgreich, aber jetzt wollen die alles auf links drehen. Und wir erklären das immer so, wir sind mittlerweile eine der größten Banken in Deutschland, was die Kunden angeht. Und das ist aber dann auch Fluch und Segen, weil wir sind auch behäbig geworden, wir sind ein bisschen langsamer geworden. Es gibt ganz viele Leute bei uns, die erzählen immer noch, Mensch, früher, da haben wir uns was überlegt, zwei Tage später stand das auf der Website. Ja, heute brauchen wir zwei Monate, bis wir feststellen, wir stellen es doch nicht auf die Website. Und da merkt man halt, dass wir sind behäbig geworden, wir sind nicht mehr so schnell geworden und neben uns laufen aber ganz viele schnelle kleine Windhunde. Ja, das sind diese Fintechs, die schnappen sich eine kleine Strecke, die haben keine Banklizenz, die sind deswegen nicht so reguliert. Bei denen geht das alles flotter, vor allen Dingen sind die halt eben anders aufgestellt, können Produkte ganz schnell entwickeln, fragen den Markt ab, ob das gewollt ist oder nicht und ratzifatzi haben sie uns ein Stück vom Kuchen weggenommen und gegen die konkurrieren wir. Wir konkurrieren aber nicht nur gegen die, da sind noch andere Elefanten mit unterwegs. Das sind die anderen großen deutschen Banken, aber das sind auch Google, Apple, Amazon, da kann man mittlerweile Kreditkarten kaufen, da kann man bezahlen mit denen, Apple Pay nächste Woche, glaube ich, ne? Dann wird sich der Markt da auch drehen. Die sind auch Elefanten, aber was die Entwicklung von solchen Sachen angeht und das auf die Straße zu bringen und eben nicht reguliert zu sein, da sind sie uns ziemlich eng auf den Fersen. Naja, und das ist der Markt, in dem wir uns befinden. Und dann, und das muss ich so ein bisschen vorlesen, damit ich da keine Fehler mache, ne? Dann kam eben dieses Ende 2017, Anfang 2018, als es hieß auf einmal, unser Ziel ist es, unsere gesamte Organisation schneller, flexibler, dynamischer, vernetzter, anpassungsfähiger zu machen, mit einem Wort agiler. Nur eine agile Organisation wird in der Lage sein, in der immer schnelleren Welt des digitalen Bankings gute Ergebnisse zu liefern. Und dann kam es, unser CEO hat auf der Bilanzpressekonferenz Februar 2018 gesagt, bis zum Sommer 2019 werden wir alle in der Bank agil arbeiten. So, und dann wussten wir spätestens, dass er das ernst meint. Im Übrigen als allererstes der kam ja neu nach Deutschland, Nick kommt aus Amsterdam
Und hat er erstmal gesagt, und morgen werden im Übrigen alle Büros der Vorstände aufgemacht, wird ein großer Raum draus gemacht und ein Tisch, und ab morgen oder übermorgen arbeiten alle Vorstände an einem großen Tisch in einem Büro. Die anderen Vorstände waren begeistert. Ja. Huhu, kein Einzelbüro mehr, alle zusammensitzen. Das ist kein Witz, die machen das so und sie finden es mittlerweile gut. Ja. Ja. Aber irgendwie haben wir dann doch gemerkt, so ein bisschen ernst wird die Sache. Ne? So, warum machen wir das also? Wir erhoffen uns natürlich hauptsächlich ein größeres Mitarbeiterengagement, dadurch, dass wir Verantwortung übertragen, dass wir Arbeit mehr Sinn geben, dass man eine End-to-End-Verantwortung hat, also all diese typischen Gründe. Wir wollen effizienter werden, wir möchten Dinge auch schneller an den Kunden bringen, an den Markt, wir möchten das Kundenerlebnis steigern an der Stelle, aber wir wollen auch eins nicht verschweigen. Es ist jetzt eben ein großer Konzern, die haben gesagt, wir machen das weltweit. Und wir möchten dann auch ähnlich arbeiten weltweit. Und dementsprechend ist das eine Transformation, die die ganze ING weltweit betrifft. Und es soll eben ein Modell werden. Auch das muss ich euch nicht erzählen nochmal. Ne? Mindset ist viel wichtiger als das, als die Methoden dabei. Und da fängt dann nämlich auch schon ganz stark unser Job an. Wir arbeiten sehr stark mit allen daran, ihnen zu erklären, es verändert die Denkweise, es verändert die Kultur. Mit dem Orange Code, den Christian gerade erwähnt hat, ist das Ganze schon gestartet, der ist auch mittlerweile etabliert. Und die Methodik drumherum, die ist ein Mittel, die kann Dinge transparenter machen, die kann dabei helfen zu priorisieren. Aber es ist eben ein Mittel zum Zweck, und was sich ändern muss, ist hauptsächlich die Denkweise von allen. Wir reden über einen Konzern, da kommen wir gleich nochmal dazu, der eben erfolgreich damit war, jedem zu sagen, was er zu tun hat, hier, von da bis da. Und damit war dieser Konzern erfolgreich. Und auf einmal sagen wir, ach ja, End-to-End, ne, gesamte Produkt muss betrachtet werden. Also das ist so die Hauptaufgabe. Was wir dabei natürlich ändern auch, ist die komplette Organisation. Auch das als Hilfsmittel, um eben dieses agile Arbeiten in einer Bank zu etablieren. Und auch da sagen wir nicht one fits all, sondern wir haben festgestellt, dass wir durchaus am Ende drei Säulen im Unternehmen haben werden, die man unterschiedlich aufstellen sollte aus unserer Sicht. Diesen ersten Teil hier, das ist das Delivery, sehr viel Produktentwicklung, Business Development, dieser Delivery-Part, den haben wir schon transformiert. Da sind wir beide als Agile-Coaches unterwegs, das sind 800 Mitarbeiter, die sind ganz klassisch nach fast dem Spotify-Modell aufgestellt. Ne? Wir haben Tribes, wir haben Squads, wir haben Chapter-Leads, die quasi die disziplinarische Führung für ihre Mitarbeiter haben. Und wir Agile-Coaches betreuen jeweils so zwischen 3 und 5 Squads im Moment. Mal sehen, wie die Zukunft da aussieht. Der nächste Teil, der gerade transformiert wird, ist der größte Teil der Bank, Operations. Und wir reden ja eben nicht von Bankkaufleuten, die irgendwo in der Filiale stehen oder sonst irgendwas. In der Filiale stehlen, ne? Wenn man merkt, dass ich bei einer anderen großen deutschen Bank war. Das heißt, da sind sehr viele Menschen, die Telefonberatung machen, Kundendialog, die digital Aufträge verarbeiten, Neuanträge und so weiter und so fort. Da macht es keinen Sinn, von einer Produktverantwortung end-to-end zu sprechen. Ja? Bei denen werden wir wahrscheinlich eben dann in Circlen organisiert sein. Die werden auch autonom arbeiten. Die werden selbst entscheiden, gehen wir nun ins neue Geschäft oder gehen wir in den Bestand. Die werden interdisziplinär, aber in Operations sitzen. Das heißt, da wird vielleicht jemand aus dem Direktvertrieb mit jemandem aus der Sachbearbeitung zusammensitzen, damit die sich schneller abstimmen können. Das wird bei denen interdisziplinär sein, aber wie gesagt anders sortiert als eben in einem Bereich, wo man wirklich über Produkte sprechen kann.
Und dann haben wir die Support-Funktion, das ist so klassisch mein ehemaliger Bereich, Human Resources, da ist Controlling, da ist der Einkauf und sowas, wo wir sagen, das macht mehr Sinn, die wahrscheinlich in Center of Expertise zu organisieren. Und die werden dann eben optional eher projekthaft sich in Squads zusammenfinden. Ich muss sagen, ich erlebe das jetzt schon, obwohl die noch nicht transformiert sind, üben die quasi schon solche Dinge, machen das. Und das funktioniert äußerst gut, muss man sagen. Zum Beispiel der HR-Bereich muss natürlich die Transformation HR-seitig auch begleiten. Das machen die auch in einem Squad. Weil da müssen die überlegen, da muss jemand aus der Personalentwicklung rein, da müssen HR-Business-Partner rein, da müssen welche rein aus Compensation und Benefits, weil all das sich verändert aus HR-Services und so stellen die sich quasi innerhalb HR, aber interdisziplinär auf. Ja, und so wird das Modell sein, das erklären wir den Mitarbeitern, wie wir es aber auch eben draußen erklären, damit es jeder versteht. Und wir haben unglaublich viele Dinge, die wir tun, was wir machen, seit das gestartet ist, Informationen, die Mitarbeiter kriegen dort alles, können Fragen stellen, sind informiert, wir nehmen sie mit. Wie immer, auch das ist natürlich keine Neuigkeit, ist Kommunikation immer zu wenig, egal was man macht oder man trifft nicht alle, weil dann doch jemand eine andere Frage hat. Und da sind wir auch ganz schnell bei Herausforderungen, ne? Weil darum geht es ja heute auch so ein bisschen. Was sind denn so Herausforderungen bei uns? So eine Organisation, wie gesagt, auf links zu drehen, ist nicht ganz so einfach. Und Christian, Change-Begleitung von der alten in die neue Welt. Mitarbeiter, die vorher Wasserfall gewohnt waren, was macht das so mit denen, wenn man die verändert an der Stelle? Du hast da eigentlich eine ganz gute Folie. Das sind unterschiedliche Formate. Ja, hast du gut gemacht. Das sind ganz viele unterschiedliche Formate. Da ist World Café dabei, ist eine Tagesveranstaltung dabei, das sind E-Learnings dabei, das sind Crashkurse dabei, wo wir reingehen und die Leute dafür begeistern und motivieren, diese Themen alle mitzunehmen, dieses Mindset zu verstehen und umzusetzen. Ich habe vorhin ein bisschen was von mir erzählt. Mir war auch lange nicht bewusst und klar, warum wir diesen Orange Code, diesen Kulturwandel machen. Das geht den Mitarbeitern genauso. Ich würde euch ein kleines Beispiel aus meiner täglichen Arbeit tatsächlich mitbringen. Ich war, bevor ich HR Coach geworden bin, Projektmanager. Und der Teil der IT, der mein Projekt umsetzen sollte, der hat sich agil gemacht. Die haben gesagt, hey, ab morgen wollen wir mal testen, wir sind agil, das finden wir total toll. Da habe ich mich mit dem HR-Coach mega gestritten. Um Budget. Weil der kam und meinte so, naja, also wir haben da dann ungefähr anderthalb Tage, alle 14 Tage, die wir raus sind, da haben wir Sprintwechsel und da müssen wir reisen und da habe ich Reisekosten. Da habe ich gesagt, hier hast du nicht mal Latten am Zaun, also tut mir leid, aber meine ich. Weil das, die muss ich ja bezahlen dafür, also was bringt mir das? Wo ist denn mein Mehrwert dafür, dass du das tatsächlich tust? Das ist mal so rein von meinem her, was ich da tatsächlich erlebt habe und fand das ein bisschen komisch. Was ich heute als HR-Coach erlebe, ist, dass die Leute mir sagen, ja Christian, das ist ganz toll, dass du als HR-Coach da bist und mir erzählst, was die neuen agilen Methoden sind, aber wer begleitet mich denn eigentlich von dem Weg der alten Welt in meine neue Welt? Wer hält mir denn das Händchen und erklärt mir das nochmal, sagt mir nochmal, warum ist das so und was tun wir? Und da bin ich wieder bei der Folie. Wir machen unheimlich viel Kommunikation, trotzdem verlieren wir auf dem Weg immer wieder Menschen und müssen dieses Thema warum immer und immer wieder platzieren und eben auch antriggern. Was mir weiterhin in meinem Projekt aufgefallen ist, als wir dann Budgetfragen etc. geklärt haben, Rollen. Und da bin ich wieder bei dir. Wir haben uns darum gestritten, wer hat denn jetzt die PO-Rolle, wer ist Scrum Master? Muss ich den Scrum Master als Projektmanager in der klassischen alten Welt auch noch mitbezahlen oder bezahlt den dann die Organisationseinheit, die agil geworden ist? Das sind einfach so ganz normale Themen, die man dann da eben dann erstmal hat, wenn man das agil macht. Und ich glaube, wir haben auch in unserer täglichen Arbeit mit den Rollen tatsächlich ein Thema. Und da kannst du uns, glaube ich, ein bisschen was dazu erzählen. Ich meine, das Führungsthema hatten wir vorhin auch schon mal. Ja? Ich meine, es ist natürlich auch bei uns eine riesengroße Frage. Erstmal auf der Mitarbeiterseite, ja, wer ist denn jetzt eigentlich mein Chef? Ja? Product Owner, fachliche Verantwortung, das heißt, der sagt mir jeden Tag, was ich machen soll? Nee. Und wer beurteilt eigentlich meine Leistung? Ja? Jetzt sagt ihr Chapter Lead, aber Chapter Lead ist eigentlich nie da, also in meinem Squad und sieht gar nicht, was ich arbeite. Wer beurteilt
jetzt nachher meine Arbeit? Ja, also das sind alles solche Fragen, die Mitarbeiter natürlich interessiert. Oder was ist denn, wenn ich irgendwie ein anderes Team will? Ja, wer entscheidet denn das auf einmal? Ja, und dann hüpft da immer noch so ein Agile-Coach rum, ja, der sieht unheimlich viel, aber behauptet, er hat eigentlich überhaupt keine Führungsverantwortung. Der ist nur da. Der sagt uns aber irgendwie, wie es geht, und dann beurteilt er auch, ob wir es ganz gut gemacht haben, aber irgendwie hat er nichts damit zu tun. Also ich meine, das sind alles solche Fragen und das bringt Unsicherheit. Und auf der anderen Seite, jetzt drehen wir das um, sind die Führungskräfte genauso verunsichert. Auf einmal heißt es, wir haben jahrelang, naja, nicht jahrelang, aber anderthalb Jahre lang haben wir den Führungskräften in dem alten Modell erklärt, im Übrigen, Führung wird sich verändern. Ja. Ihr werdet bald zu 100% nur noch führen. Und ihr seid, ihr arbeitet nicht mehr mit und so weiter. Und dann drehen wir das Organisationsmodell und sagen, ach, liebe Chapter Leads, im Übrigen 50% Führung und 50% Mitarbeit im Squad. Hat ein bisschen für Irritation gesorgt, gebe ich zu. Aber all das sind eben die Fragen, entstehen auf allen Seiten und wir können es eigentlich nur dadurch heilen, dass wir reden, Zeit geben, ganz viel ausprobieren im Moment und daraus lernen, eben so, wie es eigentlich auch an der Stelle sein sollte. Ich habe das vorhin schon mal angeteasert. Warum müssen wir uns denn eigentlich verändern? Wir sind doch so super erfolgreich. Das ist echt so der meistgehörte Satz, insbesondere in unseren operativen Einheiten. Wie siehst du das? Ja, du hast es erwähnt, 14 Jahre in Folge, bestes Ergebnis für uns. Als ich 2004 zu Dierberg gekommen bin, habe ich im Bereich Baufinanzierung, Sachbearbeitung gearbeitet und ich bin dort angekommen und habe eine völlig neue Welt erlebt. Da, wo ich früher gewesen bin, da habe ich von A bis Z alles bearbeitet, den kompletten Prozess. Dort bin ich in die Bank gekommen und da hieß es, okay, guck mal, wir haben den Prozess Baufinanzierung in 3 Abschnitte für die Sachbearbeitung und dort noch ein paar und dort noch ein paar. Und du machst nur diesen einen kleinen Teil da. Hm. Ich dachte, ja, Taylorisierung ohne Ende. Wahnsinn. Geht das überhaupt? Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das hat wunderbar funktioniert. Das war unser Riesenvorteil. Wir waren Marktführer im Sinne von Schnelligkeit, Geschwindigkeit von Kreditentscheidungen. Wir haben innerhalb von 3 Tagen dem Kunden eine Kreditentscheidung gegeben und haben gesagt, hey, passt oder passt nicht an der Stelle. Wir hatten einen großartigen Service, das hat uns stark gemacht. Das fällt uns heute ein bisschen auf die Füße. Warum? Wir hatten auch die Möglichkeit, dort Nicht-Bankkaufleute einzustellen, weil der Teil, den wir dort hatten, so einfach und so minimal war, dass es super war. Jetzt kommen wir aber auf die Leute zu und sagen, übrigens End-to-End und Eigenverantwortung musst du auch noch mitbringen. Das wäre irgendwie ganz geschickt. Ansonsten funktioniert das nicht. Das macht es schwierig. Ja, und findet das jeder geil? Ja, wir haben die Frage heute Morgen schon bei dem Vortrag von der Doris und dem Till gehört, nach dem Thema, wie seid ihr damit umgegangen, könnt ihr eigentlich alle mitnehmen? Ja, wir mussten uns auch die Frage stellen, können wir alle unsere Mitarbeiter mitnehmen? Du hast das Thema Führung angesprochen, auch da hat sich ja gravierend was geändert und auch wir haben uns der Frage gestellt. Von 5 auf 3 Führungsebenen übrigens. Ja, das ist ein schwieriges Thema an der Stelle. Ich glaube, wir haben einen guten Betriebsrat, der hat dort gut verhandelt, damit die Leute, die es tatsächlich betrifft, die Möglichkeit haben, dort eine gute Chance wahrzunehmen. Vielleicht haben sie auch ein bisschen zu gut verhandelt, weil es gibt leider zu viele, die diese Chance nehmen. Die Hürde dafür wurde schon relativ hoch gemacht. Aber gut, ich meine, das kann ich ja auch irgendwo nachvollziehen. Unsere Vorstände haben gesagt, okay, wir brauchen jeden Einzelnen von euch. Wir würden auch gerne jeden Einzelnen von euch mitnehmen. Aber es wird immer irgendeinen geben, der vielleicht sagt, okay, ich möchte das nicht oder ich kann es vielleicht auch gar nicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und die Kollegen nehmen ja das Geld an der Stelle und das ist auch okay. Und da sind wir nochmal dabei. Führungskräfte verlassen uns gerade. Command und Control war gestern. Wir klappten das genau. Jetzt so mit Push und Pull bei uns. Also ne, wir haben das eingeführt, seitdem will keiner mehr Reports von den Vorständen. Ja, die arbeiten nicht mehr zahlenbasiert, die fragen überhaupt nicht mehr zwischendran an, wo steht ihr damit? Ja? Echt? Coole genau. Bank. Ja, also Command and Control war gestern und wird es wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang sein. Ja, das ist auch ein Umdenken. Ja? Also Command and Control. Fangen wir mal mit Command an.
Der Christian hat das gerade gesagt. Also früher, wir haben einen ganz großen Teil an Mitarbeitern und die haben sich das, und das muss man ja auch respektieren, die haben sich das mal ausgesucht. Die sind zur Arbeit gekommen und dann wurde ihnen gesagt, was sie machen sollen. Die haben bestimmte Skills und dann wurde gesagt, heute ist Bestand oder heute ist Neugeschäft. Das hat die Führungskraft entschieden, weil die hatten irgendwo so eine Sanduhr, haben gesehen, wo ist wie viel drin, und dann haben die gesagt, und das macht ihr so. Und das war für die Mitarbeiter auch okay, die haben sich das auch so ausgesucht. Das, wie gesagt, muss man auch respektieren. Ja? Deswegen schreien die nicht, juhu, ab morgen kann ich alles selber entscheiden. Nicht jeder. Das ist so eine Sache. Aber auf der anderen Seite ist das auch für die Führungskräfte schwierig. Jetzt heißt es auf einmal PO, fachliche Verantwortung, aber du, ich soll den, die sollen das selber entscheiden, so im Squad und so. Und ich soll eigentlich nicht mehr sagen, dabei weiß ich es doch eigentlich viel besser. ja, also das ist schwierig auf beiden Seiten tatsächlich wieder. Ja, und Control, wir haben das vorhin schon mal gehört. Ja, das war in den 20 Dinge, die nicht zwingend funktionieren müssen. Ja, wir erleben auch Dailies, in denen es so aussieht, als würde dem PO berichtet werden. Und wir haben immer noch Vorstände, die sagen, hey, das war mein Dashboard, das habe ich in Spanien benutzt und das ist mein Dashboard, das habe ich in Rumänien danach auch benutzt. Und jetzt möchte ich es im Übrigen hier haben, mach das so und das möchte ich wöchentlich haben. Ja. Und denen dann zu sagen, du kannst gerne in 2 Wochen zu unserem Review kommen, das wird ein bisschen Zeit brauchen, bis sich das etabliert hat und bis das auch dann alle wieder zurückschießen. Also von daher, Command and Control war gestern, wie gesagt, wird es wahrscheinlich aber auch noch eine ganze Zeit lang bleiben. Haben wir natürlich auch diese Problematik mit Dienstleistungen und Definition von Produkten. Ja, es ist natürlich bei uns auch nicht so leicht. Wir haben sehr, sehr viel Tagesgeschäft. Das lässt sich, da kommen sehr viele spontane Fragen, spontane Probleme. Irgendwas im System läuft gerade nicht so gut. Der Kunde kann dies und jenes nicht tun. Da ist es ziemlich schwer zu erklären, okay, machen wir übernächsten Sprint im Übrigen, weil jetzt geht es gerade nicht. Ja? Von daher, das sind solche Probleme, denen wir uns auch gegenüber sehen. Ja, und unser Lieblingsproblem, unser beider Lieblingsproblem ist immer die Frage, kann das nicht der Agile Coach machen? Weil wir sind ja im Moment das Mädchen für alles. Ne? Wir lösen alle Probleme für alle Seiten. Und das ist so unser Lieblingsproblem. Ne? Und dazu mehr in der Q&A. Genau, und jetzt ist das allergrößte Problem, dass die Zeit durch ist. Dankeschön.